Hallo? Ja, bitte? Why is James Hargrave such a brat? Machen Ihnen die Männer hier auf dem Schiff das Leben schwer? James' Mutter Tammy ist ein richtiges Miststück. Sie Ach ja. Ihn wie ein Stück Dreck. Ich glaube, das liegt daran, dass sie zu viel trinkt. Ich verstehe. Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Ja. Nein, die meisten sind sehr höflich. Oh. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Ach Mensch, Sie und Diego sind also verliebt? Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. Leider kann man die Aufmerksamkeit eines Mannes nicht erzwingen. Sie sind eine Frau, verführen Sie ihn einfach. Männer sind Schweine, vergessen Sie ihn. Ja, da muss ich zustimmen, aber was nehmen wir denn hier? Naja, die Aufmerksamkeit, die kann man doch, erzwingen. Vielleicht nicht unbedingt. Ja, verführen würde ja wahrscheinlich schon gehen. Ich bin da leider kein Experte, aber hey, wir geben einfach mal ein paar Tipps. Na klar, ich glaube nicht, dass ich ihn genug abfüllen kann, um ihn so weit zu bringen. Ja. Wenn ich bloß ein paar Ameisenpheromone hätte. Trini meint, denen kann kein Mann widerstehen. Aha. Angela und Diego. Tja. Dr. Lee, bla bla bla, die Sachen kennen wir also schon. Tschüss. Tschüssi. Mensch. Aufgaben? Achso, Notizen. Mei Wong hat Angst vor einem Mann namens Sister in River City. Sie hält ihn für einen Sklavenhändler. Sister, wir waren ja schon in seinem Zimmer. Und Sister ist doch auch auf der Suche nach dem Androiden, glaube ich. Angela und Diego. Angela Staley ist offenbar in Diego verliebt. Da er ein Priester ist, widersteht er der Versuchung. Sie scheint zu glauben, dass Ameisenpheromone ihr helfen könnten, ihn zu verführen. Schon sehr interessant. Ups. Nicht umsonst abgesperrt. Ja. Sie schläft doch. Guten Tag. Bitte. Ich heiße Gary. Gary Staley. Sollten Sie einmal Hunger haben, dann kommen Sie zu Gary Scaly. Ich werde langsam ein bisschen hungrig. Ich auch. Also im Ernst jetzt. Hier wird wirklich sehr viel über Essen gesprochen. Ich jage mir mein Essen selbst. Ja, klar doch. Naja, zum Teil stimmt das sogar. Wie weiß ich, ob diese Pampe überhaupt essbar ist? Ja. Perfektes Timing. Meine Kombüse ist am anderen Ende des Marktes. Ich werde Ihnen etwas Meierlöhrkuchen auf die Seite legen. Boah, super. Ich habe gehört, dass Ihre Tochter in Diego verknallt ist. Wussten Sie, dass Pauli Candeli ein Süchtiger ist? Dass wir das einfach jedem erzählen. Wunderschön. Ja, ich habe das gewusst. Er kommt jede Nacht kurz vor Ladenschluss und versucht, Cindy dazu zu überreden, dass er abschließen darf. Zum Glück ist sie klug genug, sich nicht darauf einzulassen. Ich verstehe. Wussten Sie, dass Ihre Tochter verknallt ist? Ich weiß. Zum Glück ist er ein Priester. Zumindest ich weiß, dass zwischen den beiden nichts läuft. Pater Clifford würde ihm die Priesterwürde aberkennen, wenn er es je herausfinden würde. Tschüss. Naja, der Vater sorgt sich eben um seine Tochter. Bitte. Aha. Oh, beklauen. Naja, das lassen wir mal lieber. Was gibt sie denn für Geräusche von sich? Chilla Staley. Na schön. Oh, die schnarchen sogar. Ich meine, wir könnten... Das sollten wir wirklich mal probieren, die Leute hier zu bestehlen. Ich meine... Ach komm, wir können das ja einfach mal ausprobieren. Okay. Schade. Hätte ja funktionieren können. Moment. Staley's Zimmerschlüssel. Okay. Wir sind leider nicht gut genug, die Leute hier zu bestehlen. Schade. Was haben wir hier? Schreibtisch. Eichhörnchen, Eintopf. Eichhörnchen am Stiel gilt das. Eichhörnchen, Eintopf. Truhe. Ja gut, ich glaube, wir könnten dann mal weiterziehen. Auch wenn ich noch gerne den Androiden finden würde. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Aha. Interessant. Okay, was haben wir hier? Hier... Waren wir hier schon? Hallo.
Ach doch, ja, mit Paul Cantelli. Machen Sie bitte schnell, ja. Ich komme langsam wieder runter und muss meine Spritze haben. Ja. Warum holen Sie sich nicht einfach welche aus Ihrem Laden? Wenn meine Frau Cindy das merken würde. Sie passt immer auf den Vorrat auf. Wenn ich was davon nehme, sperrt sie mich aus. Noch, der Arme. Ja, ich muss auch. Okay. Ja, verschlossen. Leer, leer. Na gut. Ridge Tower. Wetherly Hotel, da waren wir schon. Muddy Padder, Gate Bridge. Stairwell. To Heaven. Okay, Gate Bridge. Ja. Ach so, hier können wir ja nochmal nach Marketplace. Moment. Wir sehen uns nochmal um. Oh, Galaxy News Radio. Okay. Und wir sind auch schon direkt auf dem Weg zum 11. Level. Ah, okay. Das hier war also der Haupteingang. Ach, verdammt. Ups. Na toll, wie komme ich jetzt wieder rein? Na super. Komme ich hier lang? Sehr well. Na, immerhin. Okay. Midship Deck. Ein Motorrad. The Muddy Puddle. Oh, was haben wir hier? Kaffeekanne auf dem WC. Naja, gut. Gut platziert. Ach, hier ist die Bar. Dann sehen wir mal, auf welche Gestalten wir hier treffen in der Bar. Na super, hier wird Billard gespielt oder auch nicht, wie das hier aussieht. Hier ist auch der Barkeeper. Na, Kollege. Ich bin Brock, der Türsteher. Ich kümmere mich um die Unruhestifter. Sie sind doch hoffentlich kein Unruhestifter, oder? Nicht, dass ich wüsste. Kommt darauf an, was macht eigentlich einen Unruhestifter aus? Sie wollen Streit anfangen, die Sachen zerschlagen und stehlen. Ich glaube, ich werde sie im Auge behalten. Okay. Erzählen Sie mir nichts von Ihrem Problem. Dann eben nicht. Okay, und nun? Was machen wir denn hier? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also ja. Belly Bonnies Tür. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein ohne weiteres, nehme ich an. Ich meine, wir werden ja wohl gesehen, wenn wir diese Tür hier knacken. Oder er ignoriert uns einfach. Na, jetzt warte doch. Au. Ich glaube, wir sollten sie besser nicht stören. Ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf komme. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, wo ich den Androiden finden sollte. Hallo. Stairwell to Heaven. Ach Mensch, hallo. Ja, Sicherheit hier. Schön und gut. Midship Deck. Hier waren wir auch schon. Staleys Tür. Belästigen wir sie einfach mal wieder. Ja, und nun? Fleisch und Bohnen. Okay. Ach Mensch, hier. Können wir nochmal mit der Frau hier sprechen? Ja? Was ist? Ja, ja, okay. Und der Sohn? Hallo. Tut sich etwas? Was haben Sie denn für ein Problem? Gute Frage. Ja, immer sauber bleiben, Junge. Was auch immer. Nun gut. Den hier haben wir schon mal, naja, ausgenommen. Und nun? Ach, wir waren noch gar nicht bei der
Kirche, genau. Cantellis Tür, hier waren wir auch schon. Den lassen wir mal in Ruhe. Und hier Science Lab. Hier geht es zur Kirche. Ah, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Moment. Wir sehen uns gleich um. Science Lab. Ah, okay. Hier geht es wahrscheinlich nur wieder. Genau. Das kennen wir ja schon. Also sehen wir uns hier um. Hallo. Guten Tag. Und zwar. Ja. Alles schön und gut. Was hat es denn hiermit auf sich? Kochplatte. Irgendwelche Antiquitäten. Dokumente? Die man sogar... Naja, we the people, okay. Wahrscheinlich historisch wichtige Dokumente. Willkommen bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Ah. Gucken wir mal. Informationen stöbern Sie nach Herzenslust in unserer Kollektion. Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde 1786 aufgesetzt und ein Jahr später vom Verfassungskonvent in Philly übernommen. Dieses Dokument definiert die Organisation der US-Regierung und legt die Regeln und Bestimmungen Artikel genannt dar. Zudem liegen Abänderungen der Artikel durch regierende Präsidenten während ihrer Amtszeit vor, sogenannte Zusatzartikel. Die Gesellschaft besitzt die einzig bekannte erhaltene gebliebene Kopie des Dokuments, die im Jahre 2256 aus den Ruinen des Nationalarchivs geborgen wurde. Sehr interessant. Emanzipationsproklamation. Die Emanzipationsproklamation war ein Dokument, das der atemberaubende, charismatische Präsident Abraham Lincoln im Jahre 1862 erlassen hatte. Diese Verfügung des Präsidenten war der Anfang vom Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, obgleich die Proklamation während des Bürgerkriegs erlassen wurde und damit zur Kriegsmaßregel wurde, ebnete sie den Weg zum 13. Zusatzartikel zur Verfassung, der die Sklaverei ein für alle Mal abschaffte. Glücklicherweise. Und dabei handelt es sich ja um echte Gesetze, die wirklich existieren. Gettysburg Address. Die Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt ist stolz, eine Kopie einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Ansprachen in der Geschichte der Vereinigten Staaten in ihrem Besitz wissen zu dürfen. Diese Ansprache des erstaunlich intelligenten Abraham Lincoln am Donnerstag, dem 19. November 1863, legte das Fundament, welches später die Grundlage der Demokratie in den Vereinigten Staaten bilden und die Maßstäbe für ein Land mit einer Regierung des Volks, durch das Volk und für das Volk bilden sollte. Tja, Abraham Lincoln, wie schon des Öfteren erwähnt, auch mein liebster Präsident. Monroe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin wurden im Jahre 1823 von dem unbedeutenden Präsidenten James Monroe vorgelegt. Aha, das Dokument warnt die europäischen Mächte dieser Zeit, sich nicht in die Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre einzumischen und führt als Beispiel die Kolonisierung und Marionettenregierung als mögliche Intoleranz auf. US-Kriegserklärung an Deutschland. Oh. Teil unserer Sammlung ist eine Kopie der formellen Kriegserklärung an Deutschland während des Zweiten Weltkriegs am 11. Dezember 1941 seitens der US-Regierung unter Befürwortung von Präsident Franklin D. Roosevelt. Während das Dokument nicht den Glanz anderer Meisterwerke wie die Emanzipationsproklamation besitzt, diente sie dennoch als Erinnerung an die Welt, dass die Vereinigten Staaten keine Macht sind, mit der leichtfertig umzugehen ist. Ja, das stimmt wohl. Das dürfte ja wohl noch die 11. Dezember 41. Ich meine, Franklin D. Roosevelt, ist der nicht während dem Zweiten Weltkrieg verstorben und dann kam der Präsident... Oh, wie hieß sein Nachfolger? Weiß ich leider partout nicht, aber ich war der Meinung, während dem Zweiten Weltkrieg ist Roosevelt gestorben und danach kam dann quasi direkt ein Ersatzpräsident. US-Kriegserklärung an China.
Obgleich es unklar ist, wann die Kriegserklärung an China verfasst wurde. Einige sagen im Jahr 2066, als die Chinesen in Alaska einfielen, andere im Jahr 2067, als gegen China die ersten Power-Rüstungsanzüge zum Einsatz kamen, ist es das letzte bekannte Dokument von Bedeutung, das die Regierung der Vereinigten Staaten vor Abwurf der Bomben aufgesetzt hatte. Hätte die Deklaration die Hartnäckigkeit eines stärkeren Präsidenten wie Abraham Lincoln im Rücken gehabt, wer weiß, wie diese erschütternden Jahre ausgegangen wären. Oh ja, definitiv anders. Okay, also, wer sich auch noch an Fallout 1 und 2 erinnert, dort wurde ja auch erwähnt, dass, aber Moment, ich weiß noch so viel, dass die USA Kanada annektiert hat und danach wurden ja zwischen China, den USA, primär zwischen den beiden Mächten, wurden ja dann die Atomwaffen quasi gezündet. Naja, und ich nehme an, auch die USA hat, wie hier gesagt worden ist, Bomben gezündet und hat sich dann selbst in die ewige Verdammnis gerissen. Denn wer die Atomwaffen zündet, der hat zum einen sehr viele Menschen auf dem Gewissen, sehr viele Menschen, und auch die Welt zum großen Teil. Und ihr seht ja, wo wir hier gelandet sind, im Ödland. Na schön. Eine Hundehütte, Mensch. Sachen gibt's. Nun gut, und hier, wie gesagt, wichtige amerikanische Dokumente. Abraham Washingtons Tür. Aha. Ups. Guten Tag. Abraham Washington. Toller Name übrigens. Na, der Herr. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Eine interessante Müllsammlung. Ah gut, ich war gerade auf der Suche nach etwas Brennmaterial. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Oh ja. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Und das wäre... Gut, ich beiße an. Welches Dokument fehlt? Wen kümmert's? Ich schaffe es einfach nicht, in diesem Schnarchatorium wach zu bleiben. Ja, welches Dokument fehlt denn? 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Ich verstehe. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid sagen. Dann will ich mal meine Meinung ändern. Ich soll für Sie auf die Suche gehen. Worauf wollen Sie hinaus? Überspringen Sie die Geschichtsstunde, Professor. Ja. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gerne würde ich Ihnen die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Nicht jetzt, vielleicht ein anderes Mal. Immer langsam, Opa, was ist das für eine Belohnung, von der Sie da reden? Ich muss ein wenig darüber nachdenken und werde mich wieder melden. Ja. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Was geben Sie mir für dieses Lincoln-Spielzeug? Oh, ich habe Lincolns Tagebuch gefunden. Wir können hier auch eventuell noch diese Antiquitäten loswerden. Und haben eine weitere Nebenmission angenommen. Interesse an einer Aufnahme von Lincolns Stimme zu erwerben. Wie viel würden Sie mir für Lincolns Gewehr bieten? Nun, ich habe mich etwas umgeschaut. Naja. Ah ja, und sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Bla 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 bla, wir helfen ihm ja. Na toll.
Okay. Ja. Okay. Des Weiteren, können Sie mir auf meiner Karte zeigen, wie ich zum Nationalarchiv komme? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Na, großartig. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Kartenmarkierung hinzugefügt. Das werden wir eventuell erledigen. Ich habe ein paar Fragen zur Unabhängigkeitserklärung. Fragen Sie, Wissen ist Macht, wie es so schön heißt. Ja, da hat er nicht Unrecht. Woher all die Infos über die Unabhängigkeitserklärung? Ich hasse Geheimnisse. Wie sieht die Unabhängigkeitserklärung aus? Was steckt hinter diesem Dokument? Wir versuchen ihn erstmal zu überzeugen. Nun ja, das ist mir jetzt etwas peinlich. Ich habe bereits jemanden auf die Erklärung angesetzt. Die Frau stellte Nachforschungen an, aber ich habe sie seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen. Aber seien Sie unbesorgt, es sind schon viele für weniger bedeutende Ziele gestorben. Na, großartig. Wie sieht die Unabhängigkeitserklärung aus? Sie besteht aus einer Art dickem Papier, sogenanntem Pergament und verblichener Handschrift. Sie ist etwa einen Dreiviertelmeter hoch und etwas mehr als einen halben Meter breit. Sie sollten in der Lage sein, sie vorsichtig zusammenzurollen. Verstehe. Was steckt hinter diesem Dokument? Am 4. Juli 1776 trat eine Gruppe namens Zweiter Konjugalkongress in Fort McHenry in Maryland zusammen. Nach einer Feier, an deren Ende Paul Revere das berühmte Kampflied sang, auch bekannt als Nationalhymne, wurde das Dokument unterzeichnet. Dann wurde es nach England geschickt, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, und König George vorgelegt. So begannen die sogenannten Evolutionskriege. Sehr interessant, da haben wir sogar noch mal eine kleine Geschichtsstunde. Ups, hier nebenbei. Ich hätte noch eine andere Frage. Aber sicher! Okay, und zwar, ja, können wir hier die, linken Spielzeug, das Tagebuch, die Stimme und das Gewehr, können wir die hier loswerden? Das ist ein ziemlich schönes Exemplar, das Sie da haben. Was sagen Sie zu 10 Kronkorken? 10 Kronkorken, naja. Wie Sie wünschen. Aber ich bezweifle, dass jemand anderes den Wert dieses Objekts mehr zu schätzen weiß als ich. Ja, das stimmt wohl. Wir werden das wahrscheinlich verkaufen. Ich habe Lincolns Tagebuch gefunden. Ach, du große Güte. Handgeschrieben von einem der größten Präsidenten unseres Landes? Oh ja. Das muss meine Gesellschaft unbedingt haben. Ich gebe Ihnen 100 Kronkorken dafür. Ich bin wirklich froh, dass wir die ganzen Gegenstände hier noch verkaufen können. Moment. Wie Sie wünschen. Ja, okay. Dann hier noch eine Aufnahme von Lincolns Stimme. Eine tatsächliche Aufnahme von Lincolns Stimme? Verblüffend. Oh ja. Bitte, wenn ich Sie dafür entschädigen darf, ich bezahle Ihnen 60 Kronkorken. Naja, ich bin ja der Meinung, da wäre mehr drinnen. Wie Sie wünschen. Aber ich... Und noch sein Gewehr. Ich kann kaum glauben, dass sich solch ein Artefakt in Ihrem Besitz befindet. Das wäre eine hervorragende Ergänzung der Museumssammlung. Ich kaufe die Waffe für 100 Kronkorken. Was sagen Sie dazu? 100? Also... Wie Sie wünschen. Aber ich bezweifle, dass jemand anderes den Wert dieses Objekts mehr zu schätzen weiß als ich. Okay, Moment. Wir gehen mal. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Wiedersehen die Unabhängigkeitserklärung in der Hand halten. Ist ja gut, Kollege. Abraham Washington. Ich mag übrigens seinen Namen. Musste ich mir mal anmerken. Okay, folgendermaßen, wir sehen uns hier gerade nochmal um, und zwar unsere Gegenstände. Okay, wir haben ja noch hier das, also ich meine das Gewehr, Lincolns Repetiergewehr, das können wir wesentlich teurer loswerden. Aber die, Moment hier, sonstiges, die Action-Ape-Figur und Lincolns Stimme und Lincolns Tagebuch, die können wir eben bei ihm sehr teuer verkaufen. Ich bin wirklich froh, Leute, denn ich, wer sich noch erinnert, wir sollten diese Gegenstände ursprünglich für diese
naja, für diese linken Anhänger besorgen, mit denen wir uns dann aus Versehen angelegt haben. Das war ja nicht gewollt von mir. Und deswegen konnten wir die Gegenstände natürlicherweise nicht mehr verkaufen. Aber Abraham Washington hier scheint die Gegenstände zu wollen. Ich kann es kaum erwarten, die Unabhängigkeitserklärung in die Sammlung unserer Gesellschaft aufzunehmen. Ich verstehe. Okay, Lincoln-Spielzeug. Das ist ein ziemlich schönes Exemplar, das Sie da haben. Was sagen Sie zu 10 Kronkorken? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Spielzeug nochmal teurer verkaufen können. Irgendwo, von dem her, abgemacht. Vielen Dank. Sehr schön. Gut, das ist sein Tagebuch. Ach, du Ja. 100 Kronkorken. Vielen Dank. Sehr schön. Okay, eine Aufnahme von Lincolns Stimme. Bitte. Naja, also 60 Kronkorken, ich denke, da wäre schon mehr drinnen, aber hey. Vielen Dank. Und wie gesagt, sein Gewehr, das können wir ja wirklich teurer verkaufen. Also 100 ist wirklich wenig. Wie Sie wünschen, aber... Seien Sie vorsichtig. In den Archiven wimmelt es nur so von allem Möglichen. Na, großartig. Okay. Was machen wir denn nun? Ich meine, sein Repetiergewehr haben wir noch. Das werde ich auch fürs Erste behalten. Macht aber anscheinend auch ganz ordentlich Schaden. Ich meine, hier Schaden 40. Okay, die restlichen Waffen, die sind natürlich auch schon angeschlagen. Flammenwerfer, Fatman, okay. Ja, aber ich denke, die Waffe geht sogar. Also Lincolns Repetiergewehr. Ich glaube nur, wir haben Probleme, wenn wir die reparieren wollen. Deswegen setze ich die ganze Zeit nicht ein, weil ich bin mir da unsicher. Sehe meine Antiquität so herum. Okay. Hier können wir mal drauf hüpfen. Bestimmt eine ausgezeichnete Idee. Na schön, aber es freut mich, dass wir hier ein paar Gegenstände verkaufen konnten, die wir aus dem Museum geborgen haben. Ansonsten, okay, da waren wir eben schon. Ich gehe mal in diese Richtung hier. Aha. Was ist denn hier los? Anscheinend nicht sehr viel. Nun gut. Tür schließen. Dann nochmal ab in diese Richtung. Mhm. Guten Tag, der Herr. Hallo. Ah, Diego. Gott segne und behüte Sie. Ebenso. Okay, wie man hört, ist Angela Staley in sich verknallt. Okay. Ich meine, diese restlichen... Ich würde gerne etwas für die Kirche spenden. Die Spenden nimmt Vater Clifford entgegen. Sprechen Sie mit ihm. Okay, mit ihm haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, Angela Staley, ne? Wovon reden Sie denn überhaupt? Ich bin ein Geistlicher. Das heißt, bald werde ich genau wie Pater Clifford ein Priester sein. Wie auch immer. Es spielt keine Rolle, was Angela denkt. Bald werde ich den Zölibatseid ablegen. Hey, Mensch, ich meine, wenn man Gott hat, braucht man ja keine Liebe. Gott bringt einem genug Liebe, ja, sagt jeder frommer Christ. Wie töricht, die Chance auf eine Liebesbeziehung mit Angela zu verpassen. Oh ja. Wenn sie sich weiterhin mit ihr treffen, erzähle ich Pater Clifford davon. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, Diego, der könnte uns natürlich gerade angelogen haben und trifft sich schon mit ihr. Wollen wir ihm drohen? Ich weiß nicht. Pater Clifford meint, sie sei meine Prüfung, mein Schwachpunkt. Aha. Ich muss zwischen ihr und der Kirche wählen. Ich habe mich für die Kirche entschieden. Ach ja, ein bigotter Gläubiger, schön. Wovon reden Sie? Wie auch immer. Wenn Sie sich weiterhin mit ihr treffen, erzähle ich Pater Clifford davon. Moment. Ich vergebe Ihnen. Und was noch wichtiger ist... Gott. Ja, das weiß er natürlich. Er weiß, dass Gott uns vergibt. Gott natürlich. Segne. Ja, du mich auch. So, wir speichern mal. Moment, ich will nochmal mit ihm sprechen. Gott segne. Ja, Schnauze. So, und zwar Angela Staley. Wovon reden Sie denn überhaupt? Mhm. Ich schwöre Ihnen, unsere Beziehung ist rein platonisch. Ja, platonische Liebe. Ich bin nur ein guter Freund.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich mich etwas hinreißen habe lassen. Ich spüre ein starkes Verlangen. Oho. Sie haben mir neue Kraft gegeben. Ich werde Angela mitteilen, dass wir uns nicht mehr sehen können. Auch nicht als Freunde. Oh oh. Na toll. Gott segne sie. Ob das jetzt gut war? So. Dann würde ich mal sagen, Moment. Halten wir hier unsere Regeln. Gott ist stark. Gott ist groß. Heil Gott. Gut, fertig. Was haben wir hier? Teddybär. Spendenbüchse. Das sieht er doch, oder? Moment. Ich bin echt toll, oder? Ich bin wirklich toll. Vorkriegsgeld. Okay. Wir laden nochmal neu. Ich raube einfach eine Kirche aus. Ich bin stolz auf mich. Na, Diego. Pfarrhaustür. Mensch. Pater Clifford. Ich bin Pater Clifford von der Kirche von St. Monica. Wer ist diese St. Monica? Sie sind Priester. Ja, ich bin Priester. Ganz River City ist meine Gemeinde. Kommen Sie diesen Sonntag doch zur Messe. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von St. Monica. Ich würde gerne etwas für die Kirche spenden. Ich habe gehört, dass Diego und Angela miteinander schlafen. Huhu. Wer ist diese St. Monica? Ja, tolle Frage. Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Um 8 Uhr schon? Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin leider, nicht sehr interessiert, was hier Gott und die Welt angeht. Ich muss gehen, bla bla bla. Ich würde gerne etwas für die Kirche spenden. Wirklich? Ich meine, gerne. Wir freuen uns demütig über jede Gabe, doch fällt St. Monikas Blick am wohlwollendsten auf Spenden von 100 Kronkorken oder mehr. Ich würde gerne 100 Kronkorken spenden. Ich habe 50 Kronkorken, die ich spenden kann. Ich kann nur 10 Kronkorken spenden. Kronkorken? Ach, ich dachte, ich könnte Ihnen ein paar andere Sachen geben. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber wir haben keine Verwendung für Ihre weggeworfenen Besitztümer. Aha. Was passiert denn, wenn wir ihm 100 Kronkorken andrehen? St. Monica segne Sie. Ja. Dito. Möge St. Monica Sie segnen. Moment. Ich habe ja gespeichert, wir spenden ihm einfach mal 100. Ein wahrhaft großzügiges Angebot. Gott segne Sie. Hat das jetzt nur meinem Karma weitergeholfen, dass ich hier der Kirche Geld gespendet habe? Ja, ich weiß ja nicht. Okay. Pass mal auf. Ja. St. Monica segne Sie. Ja, okay. Die 100, die behalte ich aber. Möge St. Monica Sie segnen. Okay, folgendermaßen. Ich habe gehört, dass hier zwischen Diego und Angela ein Techtelmechtel abläuft. Was? Wenn das stimmt, entlasse ich ihn aus dem Priesteramt. Er treibt nicht nur Fleischeslust, sondern es auch noch dazu mit einem unschuldigen jungen Mädchen. Es tut mir leid. Okay. Ich habe sie selbst gesehen, auf dem Flugdeck unter dem Sternenhimmel. Diese Schweine. Unter Gottes Augen. Okay, das ist nur ein Gerücht. Ich würde zunächst mal Diego danach fragen. Ja. Das wäre wohl klüger. Sie haben die Sache ja nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich bin sicher, da ist nichts dran. Tut mir leid, wenn ich überreagiert habe. So viele Hoffnungen meiner Kirche ruhen auf Diego. Es wäre eine Katastrophe, wenn er uns verlassen würde. Ja, der verlässt sie auch total, wenn er eine Freundin hätte. St. Monica segne sie. Ach ja, immer diese Reglementierungen in der Kirche. Kein Wunder, dass da was mit kleinen Kindern läuft in der Kirche. Bitte was? Ich warte mal ab, was er hier so treibt. Ob er nochmal mit Diego spricht. Ich habe gehört, dass der Stadtrat darüber diskutiert, Geländer auf dem Flugdeck anzubringen. Naja, ich hoffe, sie tun bald was. Ich erinnere mich da an das Kind, das letztes Jahr vom Deck gestürzt ist. Oder an den einen Typen. Sicher werden sie was dagegen tun. Ja, sicher. Hallo. Hallöchen. Ich verfolge ihn mal. Aus sicherer Entfernung.
Er wird mich nicht bemerken. Definitiv nicht. St. Monica segne sie. Ja. Ich wollte sie nicht weiter stören. Pater. Ja. Ich hoffe mal, er hält sich mit Diego. Ich verfolge ihn einfach mal. Mensch, ich habe ja sonst gerade nichts Besseres zu tun. Aha. Wo läuft er denn hin? Hallo. Ja, hi. Santellis Tür. Ich frage mich wirklich, wo er gerade hinschlendert. Das war gruselig. Da schnarcht jemand. Marktplatz. Wo läuft er denn hin? Wahrscheinlich läuft er hier nur einmal im Kreis. Ups. Hallo. Fassen Sie sich kurz. Ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Tschüss. Ich mache am besten auf. Die Frühstückskunden. Moment. Ich verfolge die mal weiter. Ja, Entschuldigung. Willkommen im Potomac Attire. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Ich verstehe. Wie ich sehe, verfügen Sie über einen erlesenen Geschmack. Ich bin also nicht gut genug, um hier einzukaufen? Ja. Unter uns. Wenn der Pöbel draußen bleibt, ist das auch gut fürs Geschäft. Ich verstehe. Okay, wir wollen hier ein Geschäft machen. Sie sind also Mitglied des Stadtrats. Meine Ausrüstung muss repariert werden. Mal sehen, was ich tun kann. Aha. Heckenschützengewehr. Kampfflinte. Flammenwerfer. Das kostet alles schon einiges. Powerfist. Die könnten wir mal reparieren. Auch wenn ich die wahrscheinlich nur sehr selten einsetze. Na gut. Okay. Sie sind also Mitglied des Stadtrats. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Der? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Aha. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. So. Bannons Anfrage. Ja, Mitglied des Stadtrats. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Okay, ich würde gerne Geschäfte mit ihm machen. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Und zwar, können wir überhaupt irgendetwas verkaufen? Brahmin Hautoutfit. Totem Outfit. Stimpaks. Ein Hut. Ja, können wir irgendwelche Sachen verkaufen? Ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher. Aber wir gucken mal. Sturmgewehr, Stimpaks, haben wir auch noch einige. Steinhartes Fallobst. Stealthball. Wobei ich noch etwas zum Schnabulieren gerne behalten würde. Lunchbox können wir auch. Können wir das überhaupt essen? Also den Inhalt der Box. Das ist auch die Sache hier. Linkens Repetiergewehr könnten wir hier zum Beispiel für 311 Kronkorken verkaufen. Und bei diesem einen Sammler nur für 100. Laserpistole, Kampflinte, Holomarke, Haarklammer, Flammenwerfer, Fatman. Irgendwelche Drogen. Brennstoff, Blutpaket können wir auch behalten. Altmetall. Also Munition haben wir immer, Gott sei Dank. Da wären wir schon wieder bei Gott. Ja, machen wir einfach mal. So, passt schon. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Oh ja. Bis bald. Zeit zum Schließen. Okay. Es würde mich ja... Hier ist doch Diego. Gott segne und behüte Sie.
Nestina, tschüss. Gott segne Sie. Können noch mal hier mit dem Pater sprechen, ja. Ich glaube, wenn wir gesagt hätten, dass wir Diego mit der Dame erwischt hätten, dann wäre Diego wohl, naja, hätte seinen Job verloren. St. Monica segne Sie. Schade. Ich bin gerade am Überlegen. Warte, unser. Das wäre schon echt gemein. Upper Deck. Hier, Schnellspeicher, Midship Deck. Ich kann den ja nochmal laden.